Also wie muss ich mich aufstellen, damit ich so ein Transaktionsteam habe, sozusagen? Ja, also ich muss natürlich sowohl rechtlich als auch steuerlich dann jemanden haben, der mir da zur Seite steht. Ich brauche dann einen M&A-Berater, jemanden, der im Grunde wie ein Makler mir zur Seite steht. Rechtsanwalt, gegebenenfalls Steuerberater plus im Unternehmen mindestens eine Person, die den Gesellschafter entlastet.